Kai, was ist los mit dir? Ach Mario, ist doch alles in der Scheiße mit dem ollen Corona-Kack. Der Lauti hat doch wieder alles abgesagt. Ach Kai, jetzt komm mal in eine Hufe, hol dir mal deinen blauen Sack aus dem Schrank und guck nicht wie so ein angefahrenes Reh. Los! Jo, Mario, du hast ja auch recht. Das ist doch eine blöde Amtserfüllung für unsere neue erste Vorsitzende. Lass uns mal nach Führers gehen, vielleicht gibt's da ja Fungi El Tonno. Wie kommst du jetzt auf Pizza? Nicht essen, Mario, auch wenn man das vermuten könnte. Fungi El Tonno ist doch Pilz vom Fass. Chefin, was ist los im Hause Führer? Ach ja, was soll schon los sein, so ohne Prunksitzung? Absolute Scheiße. Kommt doch erstmal rein. Wo hast du denn den Silberrücken mit seinem Fairtrade-Unterhemd aus Bio-Haarwolle? Der ist im Wohnzimmer und liegt die Couch kaputt. Schön, dass ihr zwei mich besuchen kommt. Frisches Felddienst gefällig? Nee, Astra Rakete! Vielleicht wäre das ja was für die nächsten Brauereiverhandlungen, Holger. Muss Julian halt nicht über städtische, sondern über Koks und Noten für alle verhandeln. Aber pass auf, wenn ihr die städtische austauscht, nicht, dass der Buschi noch drauf liegt. Kai, dann geh du doch eben in den Keller und hol uns Astra aus dem Kühlschrank. So, jetzt mach dich mal ein bisschen schick. Dann gehen wir mal in die Halle, gucken wir mal, ob da was los ist. Können wir vielleicht da ein Bierchen trinken, aber nicht übertreiben. Und vor der Tür reihen heute Abend. So wie die Müllers Melanie vor kurzem vom Sportlerheim. So, dann lass uns jetzt mal in Erinnerungen schwelgen und gucken, wie es auf Karneval damals mal war. Jetzt, wo wir uns nochmal in Erinnerung gerufen haben, was wir für tolle Prunksitzungen mit unseren Akteuren gefeiert haben, wollen wir uns nun den Begrüßungsworten unserer ersten Vorsitzenden widmen. Hallo und hello, liebe Halberbrachterinnen und Halberbrachter. Oder wie man als Karnevalist sagt, liebe Närrinnen und Narren. Ich freue mich, euch alle als neue Vorsitzende der Halberbrachter Karnevalskompanie, wenn auch auf einem ungewöhnlichen Weg, aber trotzdem dennoch genauso herzlich begrüßen zu dürfen. Natürlich fehlt uns allen der zwischenmenschliche, persönliche Kontakt, gerade jetzt an den Karnevalstagen. Alle unsere Aktiven, die Garden, die Redner,
Besonders aber die Kinder und die Jugendlichen haben sich auch in diesem Jahr wieder hervorragend vorbereitet und hätten ein Karnevalsprogramm der Superlative geboten. Wir wären doch keine Karnevalisten, wenn wir nicht positiv nach vorne schauen würden und feste daran glauben, dass nächstes Jahr alles wieder möglich sein wird. In diesem Jahr haben wir Jubelprinzen, die 1997 das Halberbrachter Narrenvolk regierten. Als Prinz vor 25 Jahren auf der Bühne stand Gerhard Bieker, Kinderprinz damals war Manuel Heims. Im Jahr 2020, unser letztes Karneval vor der Pandemie, proklamierten wir unser noch amtierendes Dreigestirn, Steffen Hufnagel als Prinz, Fabian Laukant als Jungfrau und Sebastian Götte als Bauer. Noch amtierender Kinderprinz ist Till Maiborn. Bei allen Aktiven, aber ganz besonders bei den Jubelprinzen, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Was wäre die HCC ohne die Personen, die gerne Karneval feiern und deshalb für uns und mit uns in erster Reihe stehen? Wir möchten unsere Grüße mit ein paar karnevalistischen Zeilen schließen, die uns alle Hoffnung machen sollen auf die kommenden, sicherlich wieder besseren Jahre. Dreigestirn. Auch nicht die größte Pandemie zwingt uns Halberbrachter in die Knie. In kommendem Jahr mit lautem Knall, da feiern wir wieder Karneval. Auch Auswärtsspiele gehören bei uns zum guten Ton. Komm, Brode, wir kommen schon. Schon bald tut uns Corona nicht mehr weh. Dreimal Hilau auf die HCC. Deshalb bleibt alle gesund und fit und feiert alle mit. Karneval in Halberbracht hat uns allen Spaß gemacht. Für die Produktion dieser Videobotschaft ein herzliches Dankeschön an Felix Griese, der ja auch zu anderen Gelegenheiten schon bewiesen hat, welch Profi er auf diesem Gebiet ist. Im Namen aller Karnevalisten herzlichen Dank, lieber Felix. Wenn wir alle schon kein Karneval feiern können oder dürfen, wollen wir wenigstens bei dem ein oder anderen Bierchen an Karneval, aber auch an uns alle denken. In diesem Sinne, bleibt gesund. Auf unserer HCC, ein dreifaches Halberbracht! Hello! Dreigestirn! Hello! Diana Führer! Hello! Oh, das war's.